Einen wundervollen guten Tag im Heimischen hier bei Günni mit unseren Kiddos. Das eine Kind hat Mir sehr... Mir gefällt es hier. Der Baum im Park ist so schön. Ach so, ja, wir sind ja in der Nähe von Weißlauf. Sohnemann hat sein erstes Haus hier mit nach Hause gebracht. Ich finde die so süß. Mama hat mich zum Markt mitgenommen. Dort haben wir einen riesigen Fisch gesehen. Den hättet nicht mal ihr tragen können. Ja, jetzt müssen wir nur noch beibringen, wie du richtig auf einem Stuhl sitzt. Dann ist alles cool. Wir sind im Heimischen, wir starten auch hier und ich habe gerade mal gemerkt, bevor ich jetzt weitermache mit meinen Plänen, werde ich einmal ganz kurz Unfinished Business machen, weil wir waren ja in der Nähe von Einsamkeit gewesen und da habe ich was gefunden, was sogar so heißt wie etwas, was man finden soll. Bin aber nicht hingelatscht, glaube ich zumindest. Ich habe es nur auf der Karte irgendwo gesehen und ich meine, es war in der Nähe von Einsamkeit. Aber nicht hier. Da ist ein Leuchtturm. Da können wir auch gleich nochmal hin. Warte mal, wo war's denn? Hier war irgendwo ein Findling, oder war der ganz woanders? Ich glaube allerdings nicht. Ich meine, das war irgendwo hier. Ist beim Lagerhaus gewesen? Weil ich muss ja noch Findlinge sammeln und ich habe so das Gefühl, das ist der letzte, den ich brauche. Redet mit Eierbrüdern. Deja hat keine Worte für euch. Okay. Ja, gut, genau. Hier haben wir nämlich den Schlüssel für die Truhe unter dem Steg gefunden. Beziehungsweise erworben. Und da auf der anderen Seite, irgendwo in dem Kuddelmuddel, ist ein Findling. Ich habe seltsame Dinge in der Hand. Was ist denn da passiert? Ich nehme natürlich meine Axt. So. Leichte Klamotten habe ich immer noch an. Wir sind immer noch voll in Diebesgilden-Modus. Und ja, ich habe versucht, ein bisschen blocken und einhändig zu skillen, damit wir vielleicht mal auf ein neues Level kommen. Um dann mal ein bisschen zu trainieren, was es heißt, ein echter Langfinger zu werden. Denn wir sind ja im Moment mit der Diebesgilde beschäftigt. Deswegen schleichen wir auch des Nachts hier durch die Gräser. Was ist hier so? Einfach nur ein Lager. Der Exodus. Nett, nehmen wir mit. Das Feuer ist noch nicht kalt. Die können noch nicht weit sein. Wer auch immer. Also... Wir sind jetzt hier nicht zum Spurenlesen, ich will einfach nur einen Findling finden. Unter Umständen einen nächsten Erfolg verbuchen, aber da werden wir jetzt gleich mal... Hi. Okay, die Tierwelt ist auf jeden Fall anwesend. Sieht aus wie das perfekte Setting für irgendwie so einen Waldgeist, beziehungsweise so eine Triade. Ich schipper erfolgreich oder weniger erfolgreich um den echten Namen herum, glaube ich, merkt man. Der Lehrlingsstein. Hatte es so im Gefühl. Kann der? Magiker schneller, ja. Nee. Mit dem, was wir momentan haben. Ich glaube, es ist die Fürstin. Bin ich eigentlich ganz zufrieden. Eigentlich müssten wir mal, dadurch, dass wir jetzt mit dem Dieb einhergehen... Komm, das machen wir mal. Ich suche mal kurz den Findling vom Dieb. Der könnte mir jetzt aktuell nämlich ganz gut helfen. In dieser Phase unseres Abenteuers. Da, Liebenden... Boah, jetzt erstmal, ich finde schon immer nicht den einen Punkt, wenn ich irgendwo hin muss, den Questmarker, den finde ich schon nie. Und jetzt aus diesen ganzen Symbolen die Findlinge, da ist einer, Wächter. Der Wächter, achso, nee, warte mal, die Wächtersteine, das sind doch drei Stück, oder nicht? Da kommt man am Anfang von der Kampagne, kommt man da vorbei und kann sich einen aussuchen zwischen Krieger, Magier und Dieb vielleicht? Das ist der Kriegerstein, den hatten wir zuallererst, glaube ich. Magier. Dieb. Ha, guck mal. Ich lerne. Lernt alle Hermigkeitsfähigkeiten 20% schneller. Den nehmen wir jetzt im Moment mal. Fürstinnenstein hatten wir vorher, alles klar. Zumindest jetzt aktuell. So. Meine Freunde, ich habe jetzt die ganze Zeit Hallo, liebe Liebenden im Kopf. Wegen Disco Schneider und hier Liebendenstein wahrscheinlich. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Tagesplan, denn das letzte Mal gab es den ersten großen Job. Ich werde jetzt natürlich nicht da aufhören, denn noch ist es nicht am schönsten. Wir werden noch weiter versuchen, mit der Diebesgilde hier einherzugehen. Und außerdem will ich mir Zeit erkaufen für die Barentia-Folge. Das wird, wie gesagt, wahrscheinlich ein kleines Special, so ein Zusammenschnitt von den verschiedenen Standorten. Auch die, die ich schon gefunden habe, werde ich dann nochmal behandeln, damit ihr euch das abgucken könnt, falls ihr wollt. Ja, werde das Ganze, wie gesagt, mit einem, guck mal, es füllt sich doch, ne? Also werde das Ganze mit einem Guide machen. Wahrscheinlich. Und werde da dann mal ein, zwei Tage auf jeden Fall für brauchen. Und deswegen werden wir jetzt
Let's Play-technisch erstmal einfach nur weitermachen und die Diebesquests zu Ende bringen. Die vier großen Jobs zumindest. Ich glaube, es gibt noch einen so einen Nebenjob, den man von der Dame kriegt, die einem normalerweise die Rüstung verbessert. Ich gucke kurz, wie sie heißt. Sie müsste ja eigentlich hier rumchillen. Da, von ihr. So, Tonilia gibt, glaube ich, ab dem dritten Auftrag nochmal einen Auftrag. Wurde mir zugetragen. Und den kann man dann auch beenden. Und das gehört, glaube ich, auch zu dem Erfolg, dass man die Diebesgilde zum alten Glanz führt. Und ihr guckt mich schon so bedürftig an. Ihr habt bestimmt was zu tun. Wie wäre es mit etwas Arbeit? Oder wollt ihr lieber den ganzen Tag ziellos herumlaufen? Mach übrigens das Spiel mal lauter, damit ihr auch was hört, ne? Ich musste nämlich auch, selbst wenn es laut ist, für Metal Hellsinger tatsächlich ein bisschen runterschrauben. Sonst wäre euch wahrscheinlich der Gehörgang explodiert. So, ich hab gerne Bock auf Arbeit, tatsächlich. Ich kümmere mich um Einbruch, Denunziation, Ausräumen und Raubüberfälle. Meistens muss man dazu irgendwo einsteigen. Ja, wenn euch solche Arbeit nicht zusagt, wendet euch an Delvin. Bei ihm geht es etwas direkter und, sagen wir, persönlicher zu. Von ihm nehme ich ja auch noch was. Erzählt mir etwas über Einbrüche. Was nehmen wir denn? Denunziation finde ich eigentlich immer ganz geil. Raubüberfälle, das Ausräumen. Ha, komm mal raus. Die schnellsten Möglichkeiten, den Himmelsrand an etwas Geld zu... Wenn ihr Interesse also, die Dialoge kennen wir ja. Ich mich hier. Lasst mich vor der Gilde nur nicht wie ein Esel aussehen, indem ihr das Ganze vermasselt. Ich habe Arbeit für euch, wenn ihr den Mumm dazu habt. Das Ausräumen. Wo? In Weißlauf, guck mal. Gut, dass ich da in der Nähe wohne, man wird mich nie verdächtigen. Delvin. Such dir nach Arbeit. So, ich war übrigens in Einsamkeit und hab fertig gemacht. Eriku hat mir versichert, dass Hauptmann Wolf den Rest seines Lebens hinter Schloss und Riegel verbringen wird. Und noch besser, er will uns einige Türen in Einsamkeit öffnen. Damit wir dort wieder Fuß fassen. Delvin hat echt eine der besten Stimmen, finde ich. Dass die Gilde langsam, aber sicher wächst. Gerade ist ein neuer Händler direkt neben die zersplitterte Flasche gezogen. Chillig. Schön, den Staub abzuschütteln und wieder in Fahrt zu kommen. Weiter so. Dann werden bald Steckbriefe unsere Namen tragen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so was Erstrebenswertes ist, aber gut, wenn du das sagst. Zusätzliche Aufträge. Ich bin für die Diebstähle, Bilanzfälschungen und Raubzüge zuständig. Die etwas delikateren Aufträge. Dann gib doch mal einen her. Ihr Einbrüche bevorzugt. Dann sprecht mit Vex. Hab schon. Diebstahl, ja. Raubzug, wir nehmen Bilanz. Die meisten Unternehmen in Himmelsrand dokumentieren ihre Aktivität. Euer Lust, den Griffel. Ja. Schön. Ich würde liebend gerne meinen Griffel schwingen. Immer wieder. So, Bilanzfälschung, bitte Weißlauf, bitte Weißlauf, bitte Weißlauf. Yeah, nice. Gut. Ich glaube, das ist auch nicht immer Zufall. Ich glaube, das ist, baut irgendwie aufeinander auf, dass die beide dann einen Auftrag in derselben Stadt haben oder so. Könntest du mir gut vorstellen. Gehen wir hinaus. Und ab nach Weißlauf. Ich könnte ja meine Kinder besuchen, aber die wollen wir da nur irgendwas, die wollen wir da nur einen Dolch oder so. Es ist schön, euch wiederzusehen, Frau. Mir ist übrigens jetzt mal eingefallen, dass meine Tochter ja jetzt anscheinend bewaffnet ist. Guckt schon so verliebt. Und mein Sohn noch nicht. Ich habe ja gesagt, die werden irgendwann 1 gegen 1 kämpfen für die Erbschaft, aber wenn jetzt einer von beiden schon bewaffnet ist, ist es natürlich ein bisschen unfair. Auf der anderen Seite hat mein Sohn aber einen Skewer. Reicht sich, glaube ich, wieder auf. Der wird mal Jäger, der hat ein Pet. So. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Das will ich aber hoffen. Einmal in den Questlog gucken. Ich soll einmal in Amrins Haus in Weißlauf alles ausnehmen und die in Billethaus Gemischwarenladen die Bilanz fälschen. Dann gehen wir doch erstmal hier hin. Das ist wieder... Ja, das ist nur die Sache, wenn ich da jetzt wieder reingehe, dann ist Amrin ja da. Das Falsche nehmen. Wir nehmen sämtliche Wertsachen an dich. Hab nix. Hier stehen. Meisterdieb. Du hast mich nicht gesehen. Zumindest nicht immer im richtigen Moment. Schon bin ich wieder weg, wie ein Schatten an der Wand. Das war definitiv bisher auf jeden Fall der erfolgreichste Klau. Richtig geiler Klau. Ja.
gucken wir mal da unten in den Gemischtwarenladen. Aber der war beim, weil schon fast an diesem Zirkel da, ne? An diesem Markt standen. Markt standen. Naja. Reden. Bitte aufhören, die Sachen nach meiner Arbeit irgendwie aufzunehmen oder sowas. Danach bin ich immer so bräsig. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und ja, bin ich mir auch ziemlich sicher. Bescheid. Ich habe noch einiges im Lager. Gut. Ich gehe mal gucken, was so im Lager ist, ne? Vielleicht ja Bilanzbücher. Huhuhu. Sorry. Ich würde das Ganze nicht so ins Lächerliche ziehen. Hier ist es. Zack, gefälscht. Das, was er am besten kann. Schreiben. So, wieder raus. Ich meine, zum Glück gehen die Aufträge tatsächlich relativ schnell. Also das geht schon fast in Richtung Farm. Aber bei denen würde ich euch dann doch noch, weil so gesehen sind es Quests, aber ne, ich nehme euch dann auf jeden Fall mit. Es kann nämlich jederzeit dazu kommen, dass mich Delvin anspricht und dann bin ich sauer auf mich selbst, wenn ich euch nicht mit dazu genommen habe in dem Moment. So. Schleich. Tut mir leid, Börschchen. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ich glaube, Brynjolf werden wir nicht mehr dazu kriegen, mit uns zu reden. Außer wir haben... ja. Wie er mir immer extra folgt, um mir zu sagen, dass er Wichtigeres zu tun hat. Tag, die Damen. Raus damit. Zeit ist gelb. Ja, bin fertig. Gold. Gibt nicht gleich alles auf einmal aus. Alles klar, Vex. Dann noch einmal Delvin. Moin. Wir haben gerade einen Auftrag von einem der bedeutendsten Familien in Weißlauf hereinbekommen. Ja. Es geht ja schnell. Die Kampfgeborenen. Geil. Gebt euch dorthin und sucht Wolfried auf. Er sagt, er hätte einen etwas delikaten Auftrag zu erledigen. Also habe ich euch vorgeschlagen. Lasst mich nicht hängen. Und sorgt dafür, dass ich nicht mein Gesicht verliere, verstanden? Ist ja okay. Ist das der Händler übrigens da hinten? Ah, ich verstehe schon. Warte mal. Ist übrigens erledigt. Wenn es weitergeht, verdient ihr euch noch meinen Respekt. Gute Abend. Ich hätte mir mal notieren sollen, wie viele Aufträge ich in den jeweiligen Städten schon gemacht habe. Fällt mir gerade auf. Gut, dann gehen wir gleich mal dahin. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Einbuchtungen und 4 große Quests. Zufall? Ich glaube kaum. Habe ich die Quest jetzt bekommen? Ja, ne? Ja, sprich mit Ulfried aus, klar. Ich hoffe mal, der lebt noch. Ich habe irgendwie so die Befürchtung, dass einer von diesen Questgebern, aber normalerweise können Questgeber ohne eine Mod ja nicht sterben. Normalerweise. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier in Survival und Anniversary und hast du nicht gesehen. Aber so wie ich aufgewachsen bin mit Skyrim, ist das nicht unbedingt möglich, es ist schön, euch dass NPCs, die mir Quests geben können, einfach so verrecken. Aber ich denke mal, das werden wir noch herausfinden und das wäre ziemlich kacke. Ich meine, ich könnte mir den Erfolg dann trotzdem noch irgendwie holen und wir müssten dann an der Stelle halt einfach weitermachen mit dem Let's Play. Es geht halt nicht anders, weil ich werde nicht irgendeinen Asbach-Uralt-Spielstand laden und gucken, wo diese Figur dann verstorben ist. Aber ich gehe einfach mal vom Besten aus und mache das alles mit. Oh, das ist das geil. Das ist echt schön. Also das auch mit den Dächern und sowas dann jetzt hier mit Weißlauf, das ist schön. Was braucht ihr? Eine Kamera wäre gut. Damit ich einen Screenshot machen kann. Also nicht einen Screenshot, aber ein Foto. So eine... Ihr sucht meinen Gatten Nazem? Nein. Seht ihr am besten im Hinterteil des Jana. Sucht den ja nicht mal. Ich suche jemand anders. Ich bin im Auftrag der Diebesge... der hier zersplitterten Flasche unterwegs. Baum. Ah, guck mal, da stolziert er hin. Bleib mal kurz stehen, ich habe was mit dir zu bereden. Wolfried, Kopf des großen kampfgeborenen Clans. Ihr habt den Namen sicher schon gehört. Ja, von meinem Auftraggeber. Hart angepackt, hat mich geschickt. Ja, Delvin hat mich geschickt. Ihr seid hier und keinen Augenblick zu früh. Wenn Arn irgendetwas passieren sollte, wird es gewaltigen Ärger geben. Was ist denn? Wer ist Arn? Fangen wir da mal an. Ein enger Freund von mir. Wir haben viele Jahre Seite an Seite auf dem Schlachtfeld gekämpft, bis das Alter uns schließlich einholte. Jetzt liegt es an mir, ihn einmal mehr zu retten. Aber dieses Mal vor dem Richtblock in Einsamkeit. Ha.
Was tue ich denn dann hier? Das ist ein Arsch der Welt. Einsamkeit ist wegen eines schweren Verbrechens hinter Arnher. Als er hierher floh, wurde er wegen Trunkenheit verhaftet. Ist das denn zu fassen? Ja, selber schuld. Zum Glück ist er den Behörden in Weißlauf nicht bekannt. Also besteht immer noch eine Chance, ihn zu retten. Also ich soll ihn aus dem Knast holen. Lass mir einfach den Weg. Einen Moment bitte. Es handelt sich hier nicht um einen simplen Gefängnisausbruch. Nicht? Ich möchte, dass Arns Name permanent aus den Archiven getilgt wird. Ach so. Ich verschaffe ihm eine neue Identität. Nur so können wir die Wachen endgültig von seiner Spur abbringen. Und seine ganzen Kriegstaten sind dann weg. Na gut, ob das jetzt was Schlechtes ist, ist auch dahingesagt. Was gibt's denn jetzt zu tun? Der Auftrag besteht aus zwei Teilen. Zunächst gilt es, einen Brief zu stehlen, der aus Einsamkeit abgeschickt wurde. Darin wird die Wache von Weißlauf aufgefordert, nach Arn Ausschau zu halten. Anschließend muss Arns Name im Häftlingsverzeichnis durch den seiner neuen Identität ersetzt werden. Okay, hör sie einfach an. Wenn es so einfach wäre, hätte ich einen ortsansässigen Gauner angeheuert, keinen Profi. Wisst ihr, mehr bin ich auch nicht. Objekte werden im Innern der Drachenfeste aufbewahrt. Besucher lässt man nicht in die Gemächer des Jarl oder des Vogts. Und noch etwas. Wenn man euch erwischt, dann kenne ich euch nicht. Denkt daran, bevor ihr etwas Unüberlegtes ansteckt. Man wird mich safe erwischen, das ist immer so bei sowas. Da steht im Brief, fälscht das Häftlingsverzeichnis. Gut, dann... Passt auf euch auf da draußen. Erzählen wir mal hinein. Ich ging halt jetzt Kaiser von komplett rein. So, die kennen mich hier. Ich bin ja jetzt kein Unbekannter. Hatten das Biest schon eingefangen. Und ihr habt es befreit. Warum nur? Warum? Immer ganz gut, Kontakte zu haben. Hallo, na? Ich hab die Stadt mal eingenommen mit den Sturmmänteln. Ich habe alle Hände voll zu tun. Es ist keine einfache Aufgabe, für das alles zu sorgen. Ich gehe mal in die Jagdgewächer, ne? Ich hab was vergessen. Das hat zumindest schon mal keiner mitbekommen. Zur Vorsicht, einen kleinen Schnellspeicher hinterher. Moin. Glaubt bloß nicht, dass ihr mit mir feilschen könnt, wie mit den verdammten Ladenbesitzern. Ich weiß auch nicht, warum ich mit dir feilschen sollte, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich suche hier nur was. Ah, da ist es ja. An den derzeitigen Vogt von Weißlauf. Hiermit verkünden wir, dass der Verbrecher Arn wegen Mordes in Einsamkeit gesucht wird. Falls ihr ihn ausspüren solltet, nehmt ihn fest und kontaktiert mich so schnell wie möglich. Daraus wird wohl nichts mehr. Wir gehen hinaus. Ich habe nichts gemacht. Hallo. Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr aussieht. Das ist absolut richtig. Dann gehen wir nochmal zu Alfred. Du meinst doch gar nicht so schwer als Profi. Ich mag ja nur eine Dienerin unter Fürsten sein. Kann ich, aber ich nehme meine Pflichten mindestens genauso ernst. Jeet. Einfach mal der alten Dame nicht zuhören, wie man das halt, wie man so macht heutzutage. Der beste Angriff ist eine gute Verteidigung, stimmt's? Ja. Übrigens wurde da, glaube ich, was geklaut. Ich weiß nur nicht von wem. So. Ab durch die wundervollen Gärten von Weißlauf. Wo auch immer der Typ jetzt ist, vielleicht ist er auch zu Hause und pennt und ich muss erstmal wieder 24 Stunden warten, bis ich mit ihm reden kann. Ihr seid der Beste. Könnt ihr mein Vater sein? Nope, die Slots sind voll. Glaube ich zumindest. Uns im Stich gelassen. Wie konnte Weißlauf diesen Stich? Nein. In der befleckten Meere chillt unser Kollege rum. Sagt Bescheid, wenn ihr noch etwas braucht. Gut, euch an meiner Seite zu haben. Ich könnte mehr vertrauenswürdige Leute brauchen. Ja, finde ich auch. Moin. Ich hoffe, dass das Kaiserreich Verstärkung schickt, um diese Ketzer aus Weißlauf zu vertreiben. Ja, ich habe schlechte Neuigkeiten. Du redest gerade mit einem. Alles ist fertig. Arn? Nie von ihm gehört. Ach so, ja. Dann habt ihr wohl eure Arbeit getan. Hier ist euer Lohn. Danke. Sagt Delwin, dass er ab jetzt auf meine Unterstützung zählen kann. Und die hat in Weißlauf großes Gewicht. Das hört er sicher gerne. Ja, da. Ring der Ring. Beschwörung, Ring. Gut. Passt auf euch auf da draußen. Ja, klar, ich doch immer.
Gut. Dann haben wir das erledigt. Ich werde mich jetzt auf den Rückweg begeben zu der Diebesgilde und dann wahrscheinlich in der nächsten Folge auch nochmal weitermachen. Unter Umständen kommt danach dann die Barensia-Folge, je nachdem wie ich hinterherkomme mit Schnitt und allem möglichen. Kann auch sein, dass wir einfach erstmal nochmal weitermachen. Kann ich Stand jetzt noch nicht sagen. Sie kommt, wenn sie kommt. Fertig ist. Euch vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gerne das übliche Zeug dalassen. Und ja, wir sehen uns morgen bei Günni oder bei einem anderen Projekt. Mittlerweile laufen ja dann doch wieder ein paar Sachen. Das freut mich sehr. Und bis die Tage. Haut da rein. Macht euch noch einen schönen Tag und tschüssi.